Wir ziehen immer wieder zurück zu den Bären, weil es mich einfach Wunder nimmt, wie es ihnen geht. Und einfach auch wahnsinnig Freude hat, wenn man sie wieder antreffen kann. Als 25-jähriger Biologiestudent bin ich einfach weg von daheim, um meine Grenzen zu finden. Die Lachswanderung, die Bilder, die ich immer vom Fernsehen her kennt habe, war immer ein Wahnsinnstraum von mir, das ich mit eigenen Augen auch zu erleben. Die schier unvorstellbare Zahl von Fischen spielt eine ganz zentrale Rolle im gesamten Ökosystem. Das ist der Balu und ich kann das fast nicht beschreiben, das Gefühl, wenn ein Bär von sich aus so nahe kommt und nachher abhockt. Was mich am meisten fasziniert an diesem Tier ist, dass jeder Bär seinen eigenen Charakter hat, seine eigene Persönlichkeit hat. Mit der Zeit hat es Erlebnisse gegeben mit diesen Bären, die so unglaublich sind zum Vorstellen, dass ich das unbedingt auch dokumentieren wollte. So habe ich mich mehr und mehr auch mit der Fotografie und mit dem Video auseinandergesetzt. Es ist mein Ziel in der Fotografie, die individuellen Persönlichkeiten dieser Tiere einzufangen und auch die Beziehung zwischen Mensch und Bär aufzuzeigen und zu vermitteln. Der Wissensdrang, mehr über die Tiere zu erfahren, geht natürlich über den Tag aus. Und mit der technischen Ausrüstung bin ich gleich einmal als Pionier eigentlich für die Nachtbeobachtungen bei diesen Küstenbraunbären auch draußen unterwegs gewesen. Die Bären sind näher und dichter aufeinander und man sieht die soziale Hierarchie, die es gibt bei diesen Tieren, viel intensiver während dieser Nacht, als das am Tag der Fall wäre. Ich war vorhin gerade am Abwaschen gewesen. Plötzlich ein Schnaufen gehört, als ich mich umgedreht habe, in den Bären gesehen. Ich war dann schon ziemlich wohl, als ich gemerkt habe, dass es die Luna ist. Aber es geht in der Nähe da vom Zelt und es ist natürlich schon ein spezieller Moment. Sie, die da ihre Nacht verbringt. Es macht mir immer wieder Freude, meine Erlebnisse mit anderen Menschen auch zu teilen. Sei das zum Beispiel bei einer Schulklasse, wo ich über das Thema Bär aufkläre, aber auch über die Situation von der Rückkehr, sehr ein aktuelles Thema, vom Bär in die Schweiz. Und einfach zur Unterhaltung, um meine Erlebnisse können an einem grossen Publikum mitzuteilen, sie mitzunehmen auf eine Reise in die Wildnis von Alaska, in eine Welt, die sie so selber sicher noch nicht erlebt und gesehen haben.